Was ich als Personalentwickler im Mittelstand gerne früher gewusst hätte. Personalentwicklung wird von vielen Unternehmen als entscheidender Erfolgsfaktor erkannt und es werden Milliardenbeiträge in die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden investiert. Und auch ich bin ja sozusagen Teil dieses ganzen Pakets. Seit knapp 10 Jahren bin ich als Arbeits- und Organisationspsychologe in verschiedenen Unternehmen tätig, als Trainer, als Coach, als Personalentwickler. Und ich habe natürlich festgestellt, manches steht einfach nicht im Lehrbuch. Beziehungsweise selbst wenn es drin steht, dann sollte es eigentlich fett und mit Leuchtstift markiert sein. Bei der Durchsicht meiner Gedanken, so möchte ich das jetzt mal nennen, habe ich festgestellt, dass ich meine Erkenntnisse vermutlich auch auf alle möglichen anderen Jobs und Bereiche übertragen lassen. Und insofern habe ich mich entschlossen, dieses Video hier zu machen. Das ist für mich auch ein Experiment, wenn ich ganz offen sein darf, ob das überhaupt irgendwen interessiert, ob das irgendwem einen Mehrwert bieten kann. So, aber ich glaube, dass du selbst dann was aus diesem Video rausziehen kannst, wenn du völlig aus Versehen hier raufgeklickt hast. Denn es geht übergeordnet um einen klaren Fokus, um richtige Prioritäten und darum, sich selber und anderen keinen Bären aufzubinden. Wie dem auch sei. Also wenn du Einsteiger in dem Berufsfeld der Personalentwicklung bist, wenn du deine Tage in einer HR-Abteilung verlebst, Führungskraft bist oder einfach so dich für das spannende Feld der Personalentwicklung interessiert, dann ist dieses Video für dich, indem ich ein bisschen persönliches Fazit ziehen möchte, was mir wichtig erscheint, beziehungsweise wo ich auch auf die Nase gefallen bin. Denn manches habe ich auf die harte Tour lernen müssen, so möchte ich es jetzt mal nennen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Und wenn ich hier in dieser weiten YouTube-Welt irgendjemandem ein paar unangenehme Momente ersparen kann, indem ich hier meine Erfahrungen teile, dann hat es sich für mich zumindest schon mal gelohnt. Hier also meine Erkenntnisse, meine Gedanken, mein Fazit, wie man das auch immer nennen will. Und anfangen möchte ich mit der Notwendigkeit von abgeleiteten Zielen. Das hört man ja häufiger. Thema Ziele ist in allen möglichen Lebensbereichen relevant, egal ob im Unternehmen, beim Sport oder in der persönlichen Weiterentwicklung. Man kommt um das Thema Ziele ja überhaupt nicht herum. Und erst wenn wir uns die richtigen Ziele setzen, dann können wir auch wirklich was bewegen, dann können wir Erfolge sehen und dann können wir auch immer wieder abgleichen, ob wir noch auf der richtigen Spur sind, ob das Ganze in die richtige Richtung geht. Auch als Personalentwickler brauche ich anspruchsvolle, herausfordernde, aber machbare Ziele. Nur die Frage ist, wo kommen die her? Wer macht denn die Ziele? Kommen die von deinem Chef? Machst du dir selber da Gedanken? Aber selbst wenn es dein Chef dir vorgibt, wo nimmt der denn die Ziele her? Ich bin ein bisschen allergisch auf unnötige, überflüssige Geschäftigkeit, die letztlich niemandem was bringt. Ich arbeite gerne auch viel. Und zwar genau dann, wenn ich weiß, dass das einen übergeordneten Nutzen hat, dass der Aufwand auch im Verhältnis zum Ergebnis steht. Das Problem ist, überall da, wo es Personal gibt, da gibt es auch was zum Entwickeln. Was zu tun, findet man immer. Ideen für Weiterbildung in Kurse und Programme, die hat man als Personalentwickler sowieso genug und zuhauf und mehr als man in einem Menschenleben umsetzen kann. Alles gute Ideen, aber was setzt du denn jetzt tatsächlich um? Wofür entscheidest du dich? Wo steckst du deine Energie rein? Der Fixstern in der Personalentwicklung, der strategische Kompass, wo die Reise hingeht, das sind für mich die Unternehmensvision und die Unternehmensziele. Erst wenn du weißt, was die Firma vorhat, also einen bestimmten Markt erschließen, auf Trends reagieren oder auch irgendwelche Missstände im Unternehmen bereinigen, was an der Unternehmenskultur drehen, dann kannst du für dich als Personalentwickler ein Ziel ableiten und dir einen Auftrag abholen, so möchte ich das nennen. Und das ist ein kreativer Prozess, denn bloß weil das Ziel vorgegeben ist für das Unternehmen, heißt es ja nicht, dass automatisch auch klar ist, was denn jetzt die PE-Ziele dazu sind. Und bei diesem kreativen Prozess solltest du auf jeden Fall mit dabei sein, mitdiskutieren und da sollten natürlich auch alle wichtigen Entscheider des Unternehmens mit eingebunden sein. Denn wenn die wichtigen Entscheider bei dieser Findung, bei dieser Zielfindung und der strategischen Ausrichtung, da wo das besprochen wird, nicht dabei sind, dann fliegt dir das ganze Ding später so oder so um die Ohren. Und damit hängt auch das nächste Problem zusammen, auf das ich ab und an gestoßen bin. Kriegen die Mitarbeitenden nur Brot und Spiele? Mit Brot und Spielen hat man im antiken Rom die Massen ruhig gestellt, gute Unterhaltung und kostenlose Verpflegung, kostenloses Getreide, das sorgt dafür, dass niemand einen Aufstand macht und dass alle diesen großzügigen römischen Politikern dann zujubeln. Ach, es gibt doch nichts Entspannenderes, als wenn so ein armer Wicht in der Arena von wilden Raubtieren zerfetzt wird.
Viele Mitarbeitenden erwarten heutzutage Weiterbildungsangebote von ihrem Arbeitgeber. Und wenn Unternehmen ihre geliebten Fachkräfte behalten wollen und die Fluktuation nicht ansteigen soll, dann muss ich mir als Firma was einfallen lassen. Neben der fachlichen Weiterbildung geht es da aber auch immer um eine immaterielle Wertschätzung durch den Arbeitgeber. Da sehen die Mitarbeitenden, ja, unser Chef tut was für uns, da bewegt sich was, wir werden nicht vergessen. Und hier könnte sich ein tragisches Missverständnis ereignen. Die Geschäftsführung denkt sowas wie, okay, die lieben Leute wollen Weiterbildung, dann kriegen sie Weiterbildung. Und da wird dann irgendein Programm aufgesetzt, irgendein kleines Budget festgelegt, das nicht allzu sehr wehtut, und dann gibt es ein bisschen Bespaßung für die Belegschaft. Ich stand durchaus schon mal als Trainer bei so einer Veranstaltung vorne, und das Problem an diesen Workshop-Tagen ist, es gibt kein Problem. Die Leute lassen sich berieseln, die freuen sich, dass sie nicht in die Arbeit müssen, die plündern das Buffet, ich spule mein Programm ab, ist auch alles ganz nett, und letztlich könnte ich auch den ganzen Tag lang Kasperle-Theater spielen. Wenn die Leute keinen Schmerz haben, wenn nirgendwo der Schuh drückt, dann ist das Ganze eine Alibi-Veranstaltung. Ich war damals Berufsanfänger und auch irgendwie froh, da ein Live-Publikum vor mir sitzen zu haben und Routine zu bekommen und mein Training durchziehen zu dürfen. Inzwischen würde ich da etwas frecher nachfragen, was denn die eigentlichen Themen sind, die besprochen werden sollten. Denn wenn es diese Dynamik gibt im Sinne von, ich schicke meine Belegschaft auf irgendeine Fortbildung, damit die mal ruhig sind, dann habe ich doch ein ganz anderes Thema, das ich eigentlich viel sinnvollerweise besprechen sollte. Überhaupt, und das finde ich ab und zu wichtig, sich klarzumachen, wird man nicht nur wegen dem Fachwissen gebraucht, das man mitbringt, sondern auch wegen dem, wofür du stehst und was dir wichtig ist. Unterhalte dich über deine Werte. Am Arbeitsplatz stecken wir in bestimmten Rollen. Der Job vom Verkäufer ist es, ein möglichst hohes Angebot rauszuhauen, das vom Kunden eben gerade noch so akzeptiert wird, dass er es mitnimmt. Der Job vom Einkäufer ist es wiederum, ein möglichst niedriges Angebot rauszuhandeln, was der Verkäufer dann gerade noch zähneknirschend nimmt. Das sind zwei berufliche Rollen, die einfach inhaltlich im Widerspruch zueinander stehen, und das ist völlig normal. Verkäufer, Einkäufer, Verteidiger, Staatsanwalt, Arbeitgeber, Betriebsrat, Ernie und Bert, alle haben verschiedene Perspektiven auf einen Sachverhalt und versuchen in Summe eine gemeinsame Basis zu finden oder zu schaffen. Sprich, sich auf einen Preis zu einigen, ein Urteil zu finden, einen Tarifvertrag auszuhandeln, was auch immer. Das ist auch einer der Momente, wo ich finde, dass es passieren kann, dass man als Personalentwickler nicht nur mit der fachlichen Expertise gefragt ist, sondern auch mit den Werten, ja. Also ich muss auch manchmal einfach für meine Werte einstehen, in Anführungsstrichen, und das, was ich als wichtige und richtig erachte, mit in die Diskussion schmeißen. Was meine ich damit? Ein bisschen plakativ gesagt, gute Führungskräfte beziehen ja den Faktor Mensch zu seiner Gänze mit ein. Aber, so blöd es klingt, ihnen sitzt eben auch das Business im Nacken. Die Rentabilität, die Produktivität, die Produktqualität, die Kundenzufriedenheit, die Liste ist ja quasi endlos und irgendwas passt immer nicht. Führungskräfte müssen also ein erfolgreiches betriebswirtschaftliches Handeln sicherstellen, weil sonst könnte man den Laden einfach dicht machen. Als Personalentwickler hat man manchmal den Luxus, dass man sich mehr um diesen Faktor Mensch kümmern darf und muss. Ein erfolgreiches Unternehmen braucht also auch immer diesen Austausch aus Meinungen und Perspektiven, und da trifft eben manchmal das Thema Business, Laden am Laufen halten auf dieses, ja, aber wie geht's denn den Leuten im Unternehmen, und da muss man doch auch mal drüber nachdenken. Das ist sozusagen das Schachbrett, das Spielfeld, wo man sich irgendwo in der Mitte treffen muss und wo manchmal auch im besten Sinne konstruktiv die Fetzen fliegen dürfen. Ich selber bin recht harmonieorientiert und suche immer schnell nach machbaren Kompromissen, damit es niemandem allzu sehr wehtut, damit niemandem allzu sehr auf die Füße getreten wird. Das sind nicht immer gute Eigenschaften. Früher war ich da ein bisschen stolz drauf, da habe ich mir gedacht, naja, Mensch, der Daniel, das ist halt ein Netter, ja, mit dem kann man immer irgendwie eine Lösung finden. Aber ich habe gemerkt, manche gestandene Führungskräfte brauchen einen Boxkontrahenten, einen Sparringspartner, eine Person, die so ganz andere Sichtweisen und Meinungen mitbringt, an denen man sich ein bisschen reiben und zoffen kann. Und inzwischen würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen mehr trauen, ich sag mal, ab und zu mitarbeiterorientierte Extrempositionen zu vertreten, beziehungsweise auch manchmal in genau die andere Richtung zu springen, wenn ich merke, dass die Führungskraft
Daten sich zu wenig ums Business und zu viel um menschliche Befindlichkeiten kümmert. Auf jeden Fall ist es nicht immer gut, sich auf die vorschnelle Lösung und den geringsten Widerstand einzustellen. Je größer das Unternehmen, desto mehr ist dieses Aufeinanderprallen von Positionen institutionalisiert, aber letztlich begegnet einem dieses Phänomen doch ganz genauso in diesen kleinen Gesprächen zwischen Tür und Angel. Deine persönlichen Werte, das, was du für richtig und wichtig erachtest, das gibt dir im Berufsleben Orientierung, und daher finde ich es auch so wichtig, dass Führungskräfte sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Denn erst wenn ich mich selber kenne und meine Werte kenne, dann kann ich auch andere führen. Falls du in das spannende Thema Werte tiefer einsteigen möchtest, kann ich dir meinen Online-Kurs Fit als Führungskraft empfehlen. Da habe ich alles reingepackt, was ich einer frisch gebackenen Führungskraft mit auf den Weg geben würde. Und der Ausgangspunkt für viele wichtige, konsequenzenreiche Entscheidungen sind eben die eigenen Werte. Udemy, also die Plattform, auf der ich das habe, die gibt dir 30 Tage Geld zurück. Insofern hast du überhaupt kein Risiko, schau doch mal rein. Die kostenfreien Lektionen, die Demo-Lektionen, die aber eben auch schon, ich sag mal, ungekürzt Inhalte enthalten, damit du weißt, worauf du dich einlässt, die habe ich auch hier auf YouTube. Und die Playlist, die findest du hier im Abspann am Schluss dazu. So, das waren jetzt drei wichtige Lektionen, die ich für mich rausgezogen habe aus meinem Leben als Personalentwickler. War das für dich interessant? Bringt dich das weiter? War es zumindest irgendwie unterhaltsam? Bereust du, auf dieses Video geklickt zu haben? Lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Für den Moment sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus!